Weißt du, wir kommen durchs Level durch, schaffen es dann aber nicht mehr zu speichern, weil das Spiel wieder abstürzt. Dann muss ich weinen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann möchte ich bitte, weil ich zu dumm bin oder weil ich sterbe oder also wenn nicht, ja, weil das Spiel abstürzt. Bitte, richtig. Bitte. Ja, dann können wir immer noch sagen, du hättest es ja geschafft. Das zählt aber nicht. Dabei hatte ich sogar ein gutes Gefühl. Ich würde gerne mal was zeigen, damit hier nicht der Eindruck entsteht, wir würden sowas faken oder so. Da steht das Nintendo 64. Mein Original Nintendo 64, das ich als Kind hatte. Ja. Und wir haben da nichts gemacht. Wir sind nicht mal in der Lage, irgendwie an die Kabel da ranzukommen. Die gehen dahinter irgendwo. Also wir sitzen hier. Es ist alles echt so, wie es da gerade passiert ist. Aber hat ein gutes Timing, würde ich sagen. Liegt das doch vielleicht am Spiel? Es liegt bestimmt am Spiel. Und nicht an der Konsole, weil es immer an ähnlichen Stellen wegglitscht. Wollen wir mal ein anderes Spiel einlegen? Einfach mal einfach was Schönes. Ja. Ich würde mal so kurzzeitig, während du dir umbaust. Ja, ja. Was? Woran denkst du? Oder was soll ich? Was hast du eine? Ich, oh, wenn du schon Superman 64 für mich extra rausgesucht hast, dann überlasse ich die nächste Entscheidung doch auch dir. Okay. Mit Originalverpackung. Ich finde das so schlimm. Mit Originalverpackung, natürlich. Wo ist denn die von Superman eigentlich? Was? Wo ist denn die von Superman eigentlich? War das nicht gerade die? Na, ich habe ja nur das in der Hand. Achso, keine Ahnung. Wo habe ich die denn hingelegt? Hä? Das kann doch nicht sein. Wo habe ich das denn? Noch jetzt nichts Leichtes oder was nichts Bekanntes, sondern was Obskures, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon dabei sind, was richtig Obskures. Okay, ich habe die Cartridge noch nicht gesehen. Diddy Kong Racing. Nein, Sunsoft. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Was ist Sunsoft? Japan Supply System. Oh, was ist denn Chameleon? Schauen wir mal. New Game. Oh, offensichtlich funktioniert der Speicher nicht. Oh nein, ich speichere. Oder? Geh nochmal zurück. Gibt's da auch zu rein bestimmt. Load, ja. What a load of load. Ah doch. Schau mal, funktioniert. Oh, so viele gibt's da. Krass. Ja, mach gerne mal was. Also, ist das etwa so Mario 64-mäßig? Welchen nehme ich denn? Fred? Fred sieht nach dir aus. Linda. Ja, ich nehme Fred. Das macht doch keinen Unterschied, außer der Optik. It's beautiful weather. Zu spät. Ich komme viel zu spät. Muss los, bis bald. Auf Wiedersehen. Muss gehen. Ist das echt so Alice im Wunderland-mäßig? Ja.
Warum heilt er sich denn so? Weiß ich nicht, der hat da noch einen dreifachen Axel gemacht. Das sagt mir aber gar nichts zu spielen, ehrlich. Also null. Ist das gut? Es ist sehr rudimentär, sag ich mal. Rudimentär klingt doch schon mal. Okay, es liegt doch an der Konsole und nicht am Spiel. Oh, schade. Ja, vielleicht kann ich da mal verhandeln mit meinem Kumpel. Das wäre sehr nett. Das ist schade, was ist da los? Versuchen wir es nochmal. Überspringen das mal einfach. Ah, kann man das? Ja, ich glaube schon. Oh ja. Was ist das denn? Ah, Zunge? Das ist Dschungelland. Das Tor zu einer mysteriösen Welt. So. Hier in den Trainingsraum. Okay. Wo ist der denn? Ja. Was ist das denn? Ah, da gibt's Kronen. Tschechische. Oder so. Ja. Was ist denn da? Ich fürchte, ich weiß es auch nicht. Also entweder sind die... Am Powercable irgendwie? Könnte vielleicht auch sein. Du hast nicht zufällig ein zweites? Nein, tatsächlich nicht. Also entweder das oder dann doch vielleicht, dass das Spiel eine Verbindung, die Verbindung verliert. Aber dann wird es wahrscheinlich nicht am Spiel liegen, sondern eher an den Konnektoren, in die du es reinsteckst. Oh Mann, schade. Schon wieder? Ja. Ich kümmere mich drum. Du kriegst ein neues N64. Dabei wäre das so ein cooles Spiel gewesen. Das ist sehr rudimentär, das hat ein bisschen Spaß gemacht. Es gab sogar einen zweiten Teil. Ah. Aber da ist. Darf es eine bestimmte Edition sein? Das hätte bei mir noch. Egal. Also wenn du mir den richtigen Preis machst, dann kann ich dir auch gerne ein Pikachu N64. Muss geben. Nicht sein. Ich glaube, das hat sich bei mir mittlerweile auch rentiert, dass ich mir das mal irgendwann geholt habe. Idealerweise sollte ich ein Powerkabel dabei haben. Falls das nämlich das Problem ist. Das wäre natürlich schön, ist aber eben. Ich glaube, beim Powercable würden solche kleinen Ruckler eher nicht passieren. Also dann müsste das ein wirklich sehr, sehr schwer bemerkbarer Fehler sein. Weil nur sehr wenig ausgeprägt. Also. Wie weit komme ich denn? Aha, sehr weit. Wenn es denn. Okay, weiter geht's nicht. Oh, ah, okay. Boah, was sind da? So viel hatte ich da noch. Hat ein bisschen was von Yoshi. Ja. Wieder. Wobei ich tatsächlich eine Linie besser finde als diese. Aha! Oh! Aber Grundprinzip verstanden. Oh cool. So, ah, ich darf nicht loslassen. Ganz wichtig, wenn da irgendwann Abgründe kommen,
wenn sich irgendwann Abgründe auftun, wie bei uns hier. Ja, ganz vergessen. Oh, jetzt zum Beispiel. Aber das sah man jetzt nicht mal. Konnte ich irgendwie die Kamera bewegen? Was ist das denn? Das ist ja witzig. Drück mal nochmal, wenn er dann wieder zuschwingt. Ah, vielleicht kriege ich es auch im richtigen Moment hin. Nee. Nee. Naja. Ich vermute, ich weiß ungefähr, wie es funktionieren soll. Es gibt eigentlich nur noch einen weiteren wesentlichen Move. Ja. Das wäre doch zurück mit der kleinen Beine. Das war's nicht. Oh! Wie hast du das denn gemacht? Wenn er sich dran hält, musst du noch zusätzlich A drücken und in irgendeine Richtung. Dann hält man sich eben genau dem Radius. Ich muss hier gar nicht lang, oder? Oh. Also ich muss das nicht so machen wie. Das wusste ich gar nicht. Ja, das, sonst wärst du wahrscheinlich gerade ertrunken. Das oft gespielt als Kind, ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, man muss hier über die Blätter. Ja. Gab's denn dafür irgendwas extra wenigstens? Was meinst du? Dafür, dass man über die Blätter gegangen ist? Nee. Oh. Warum nicht? Bla. Das einzige nennenswerte Collector-Version, die ich habe. Es gab im Endgame, wenn man so möchte, ein Billardspiel mit dieser Zunge. Oh, mit diesem Billardspiel. Habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit? Nee. Das sieht nicht so aus. Ehrlicherweise, wenn man irgendwo rauf kann, dann ist es schon eindeutig irgendwie. Okay, optisch. Angedeutet. Wobei? Vielleicht kann man hier doch gleich was. Ja, zumindest ist da was. Versuch's mit anderen. Ja. Ja. Okay. Oder ich versuch's mal ganz hier und da. Das klappt also. Und jetzt kann ich hier auch irgendwie hoch. Sehen wir mal, was das macht. Ah, ein Krönchen. Ein in der Krone. Noch eine. Ist da hinten dahinter auch eine? Ich glaube auch nicht. Das ist ein sehr kurzes Spiel, das ist auch. Meine ich nur so um die 100. Du hattest schon 134 bei dem einen Spiel. Das werden dann wahrscheinlich alle gewesen sein. Weil das wäre eine krumme Zahl. Hier bräuchtest du dieses andere Move, vielleicht sind voller Tode gewesen. Ich mach das einfach so. Vorgaben interessieren mich nicht. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich wieder sowas wie einfach hier. Oh cool, weil was? Du schon aufessen kannst. Ach, hier waren ja zwei Kronen auch noch. Cool. Das hat sich gerade angehört wie in Super Mario World, wenn du eine Shell auf jemanden geworfen hast. Stimmt, ja. Also ich kann oben lang und ich kann unten lang. Ich glaube oben ist erstmal das Interessantere. Da ist noch eine Krone. Hier geht's noch höher. Gut. Oder das untere war der extra Weg. Nämlich bald so aus, ja. Ich geh nochmal unten lang, um zu gucken, was da. Ach, da ist ja auch noch eine. Aha! Sehr gut. Schlimm. Was da alles da noch so ist. Ich glaube, ich weiß tatsächlich, woran es liegt. Ich will das abbrechen, weil es jetzt doch wieder gut läuft. Ich habe nämlich, weil das so ganz leichtes Spiel hat, wenn die Cartridge drin ist. Und wenn man.
das Spiel eher nach hinten gibt statt nach vorne, dann ist es offenbar zuverlässig. Da sollte ich den Zufall vorhin aufgemacht, bevor es wieder angefangen hat zu machen. Okay. Weil es hat ja eine Zeit lang relativ gut funktioniert. Aha! Ist hier irgendwo ein Schatten gewesen, dass da wieder eine Krone, dass ich jetzt an einer vorbeigerannt bin. Sollte ich hier auch gerne noch so lang? Nö, da war nichts zu sehen. Und wie lange schafft man, in welcher Zeit schafft man dieses Spiel? Nicht lange. 2-3-4 Stunden, schätze ich. Was? Oh. Das hat 5 Level, wenn ich mich nicht falsch erinnere. So. Das Chameleon-Ding. Nicht Chameleon. Oder Karma-Camellia. 2 Stunden 20 für die Main Story. Completion ist lustigerweise für 2 Stunden 13 gepolt. 2 Stunden 20. Also realistisch, ohne es zu kennen, 2 bis 3 Stunden. Ja. Okay. Was ich jetzt nicht anstreben würde, ganz grundsätzlich, aber weil es jetzt auch wirklich kein so besonders gutes Spiel ist. Ja. Es ist halt, was ist, es ist ganz nett, macht nichts groß falsch, es ist eher spannend. Ja, es ist. Es ist das, was man spielen würde, wenn man auf den nächsten Mario-Teil wartet. Vermutlich. Die musst du wahrscheinlich. Ja. Achso, hat er. Mit dem Move rüber. Weiß nicht, ob das man so weit spielen kann. Ich glaube nicht. So, da war ein. Ist da irgendwas, was ich. Nee. Du könntest mit von dem anderen diesen Drehmove, den ich vorhin gemacht habe, aber du musst auf jeden Fall. Ich würde mal was anderes noch schnell probieren. Ah, und hier musst du ihn auch. Ach, der Dreh. Ach ja, genau, den gab's ja auch noch. Richtig, okay. Ja, dann verstehe ich jetzt, was ich zu tun hätte. So. Ich kann B und A gleichzeitig. Das ist falsch, nicht? Ja. Weil immerhin bist du jetzt hier. Was mir aber auch vielleicht nicht so viel bringt. Wupp. Okay. So. Nein, falsche Richtung. Ja, aber ich krieg das noch. Ich krieg das noch. Also muss ich in die andere drücken. Okay. Aber das war auch wieder die falsche. So, geht das überhaupt in die andere Richtung zu drehen? Ja. Ah, okay. Nein! Wow! Das ist so ein bisschen wie das Geräusch aus Yoshi's Island. Wenn der Boss besiegt ist und das dann. Stimmt. Aber. Damit kennst du jetzt, glaube ich, alle relevanten Moves. So, hier sind noch sowas. Ja. Ich müsste das rein theoretisch nicht machen. Ich könnte einfach weitergehen. Ja, und das wollen wir nicht. Kann ich auch die. Oh, hab ich etwa schon genug Lebensenergie? Na gut. Weil
bin gegen die Krone gekommen, deswegen. Ja. Umanövriere. Wow! Vielleicht sollte ich rechtzeitig den Analog-Stick loslassen. Ja, von da, ja, es sieht auch so aus, als ob ich eher. So, jetzt mach ich das anders. Nein, das klappt auch nicht. Okay, kein Problem. Ich muss sagen, die Steuerung ist nicht so schön wie bei Mario 64. Wobei ich mir nicht, ob man sich da irgendwie anders dran erinnert, weil ich glaube, der andere ist 64 einfach nicht so. Oder haben wir einen Lag wegen dem Tablet? Das könnte auch noch sein. Hier mal springen. Da muss ich wahrscheinlich den Drehmove wirklich benutzen dort. Go. Hast du die Pfeile? Nein. Nein! Oh, das gibt's doch nicht! Oder du lässt die Krone einfach und gehst rein. Nein, ich will die Krone! Die gehört einfach dazu. Ich bin Completionist in dem Sinne. Ja, richtig. Das ist unser neuer, also das ist Superman 2.0. Aha! Das gleiche rückwärts. Oh Gott. Nur in die andere Richtung jetzt drehen. Nur in die andere Richtung drehen. Naja, gut, außer ich würde halt gegen die Wand. Boing! Da! Wuhu! Lauf doch! Was bist du denn? Okay, nicht einsaugbar, was ich mir denken kann. Das klang wie in... Das Geräusch kenne ich auch. Nee, in Yoshi war es mehr so... Na, das meinte ich. Ach so. Ich denke gerade an das SNES Toy Story Spiel. Aber das war eigentlich Woodys Stimme, bloß irgendwie anders. Also es klang auch wie eine kleine Katze eher. So, jetzt muss ich die irgendwie mal treffen. Au! Ich habe das Gefühl auch, dass der Analogstick hier, wenn ich nach rechts drücke, das stimmt, das kann sein. Das ist aber. Das sollte dem Ganzen keinen Abbruch tun. Oh! Aha! Sehr gut. Okay, keine weiteren Kronen? Nicht, dass das so aussehen würde.
offensichtlich haben. Das geht doch bestimmt durch. Ja. Sehen bisher gar nicht so schlimm aus. Ja. Ich find's lustig, dass die halt so scrollt sind. Ja. So, so war's für mich. Das war noch ein Herz. Das blinkt. Boah, macht alles voll. Das war auch gut. Ja. Oh, nochmal. Ich mach das gleich mit Anlauf. Kann eben nicht. Hey! Du musst mit Anlauf. Nein! Das muss ohne gehen! Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gelandet? Okay. Geht das, wenn ich hier. Was war das? Ach so, da musste ich springen! Oh, das sah erst so aus, als wäre das irgendwie so ein Teil des Ganzen noch gewesen. Finde ich zumindest. Okay, da komme ich wahrscheinlich gar nicht rüber. Ich mag die Idee schon gar nicht. Irgendwo hinzufahren, wo ich nicht sehe, wo ich bin. Oh. Das geht noch. Ich habe die Tage ein Spiel gespielt, das mir grundsätzlich sehr gut gefallen hat. Ja. Cow the Kangaroo. Oh ja, hast du neu. Auch zumindest gehört, dass das. Achso, das Neue. Nee, denke ich nicht. Neuen Teil halt einfach. Mein Hauptproblem damit war, ich hatte einen Glitch, glaube ich, der sich nicht mehr umkehren musste. Ich konnte ab irgendeinem Punkt im Spiel einfach keinen Schaden mehr nehmen. Okay. Egal von was ich mich habe treffen lassen, es hat nichts gemacht. Wo muss ich denn jetzt eigentlich? Da unten ist es. Da einfach lang. Okay. Ja, easy. Meine wird Lava gerührt. Ich habe die Lava ziehen gelandet. 5, 7. Ist hier noch irgendwas anderes, wo ich nicht. 32. 46. 45. Oh. Superzahl 8. Zusatzzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ungewiss. Bossfight! So was gibt's hier auch. Donkey Kong! Oder Funky Janky, Junkie Kong! Junkie Kong? Oh, dann muss ich das dann schon sagen. Ja. Das war nix. Super! Bestimmt, wenn er. Ja, jetzt muss ich ihn treffen. Ich verstehe den Bosskampf. Ich glaube, ich muss ihn treffen, sobald er auf mich werfen möchte. Nee? Ach, nicht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Entweder vielleicht den Kopf treffen oder von hinten. Oder wenn er gerade nicht wirft. Jetzt zum Beispiel, wenn er so kommt. Ja. Alles der so, also. Genau. Ein bisschen schwierig so von unten. Oder soll ich dabei springen? Springen. Und jetzt weiß ich auch wieder, was funktioniert. Okay. Ah, der muss da runter. Ja! Nice! Sehr schön. Ich bin jetzt schon weiter als bei Superman. Ja, wir haben das erste Level geschafft. Das haben wir bei Superman nicht geschafft. Also je nachdem, wie man rechnet, aber. Ja. Gibt's jetzt verschiedene? Endland und Bombland. Okay, 6 Level gibt's. Ich nehm's zurück.
Okay. Mal gucken, gehe ich jetzt in den Speedrunner-Modus und lasse die Kronen einfach weg? Nee, sammel ruhig, und gerade brauchst, glaube ich, eine gewisse Zeit, um bestimmte Kronen zu einsetzen. Oh. Meine ich. Kannst du, glaube ich, aufrüsten. Nee, konnte ich gerade nicht. Nee. Ja. Aber vielleicht so. Ah. Einer hätte schon gedacht. Das geht nicht mehr. Ja. Oh. Ja, eine Fliege, die hier die ganze Zeit irgendwie mit, die gerne mitmachen möchte bei uns. Hat sich nicht mal richtig beworben. Das hab ich auch nicht. War einfach dabei eines Tages. Du wurdest mir wahrscheinlich auch einfach bloß zugeschanzt. Ach so, okay. Verstehe. Nein! Zurück! Ich kann doch nicht einfach eine Krone liegen lassen. Nein, 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 nein. So wird das nicht gemacht. Ah, Lego-Steine. Angebliche. Klemmbausteine. Wie man so schön sagt. Ja, Schokolinsen, Klemmbausteine. Vergiss nicht das Wort Taschentücher, bitte. Ach, muss ich da... Nee. Und wenn ich da bin, dann muss ich... Oh Gott. Ich versuch mal mein Glück. Ich finde das mit der Kamerasteuerung echt ein bisschen schlecht gelöst. Ja, das ist noch aus der Zeit, wo man halt noch nicht so was wusste, wie man den von der Weise einreicht. Aha! Und tschüss! Aber um zurückzukommen, ist wirklich Spaß. Ja. Und da bin ich einfach ins Lächeln, ist glaube ich wieder ein Spawn zurück. Ja. Die gehen nicht mal kaputt, die Dinger. Ach, ich hätte ja in die Ecke ja gekonnt, genau. Jetzt weiß ich auch, wie ich weitermachen muss. Jetzt verstehe ich das jetzt mal so richtig. Kann ich da hochspringen? Und dann so. Und dann bin ich hier oben. Und noch höher. Und dann bringt mir das nichts, oder? Das ist die Idee. Ah, oh Gott. Nicht mal kaputt machen dürfen, das Ganze. Wow. Vielleicht wäre da aber irgendwo eine Krone drunter gewesen. Bestimmt. Richtig, da war ja noch der andere Move. Nö. Mach das so. Mach das einfach so und... Was ist denn das da? Ist das ein Wackelboden? Hier gibt es bestimmt auch wieder irgendwas. Also wenn ich die alle wegmache, dann kriege ich bestimmt auch eine Krone. Schade, dass ich das jetzt gerade nicht tue. Das ist eine Krone, die kriege ich bestimmt irgendwie. Komm ich da rein? Ja, genau. Ich muss dafür das Ding mal treffen. Oh. Da hoch mit dem Salto. Ja, okay. Ich muss noch mal gucken. Das ist aber auch, man erkennt hier nicht so viel. Bis zu nah an der Wand, machst du auf der anderen Seite. Oder so. Ja, vielleicht sehe ich von der anderen Seite aus besser. Das Timing ist so eine Sache. Und die 3D-Einschätzung. Das muss irgendwie gehen. Kann ich da auch drauf langlaufen? Wir werden es sehen. Nie erfahren. Nee, wir werden es nie erfahren. Oh. Welche? Ja.
Ja, das war diesmal sogar gewollt. Ich glaube, ich möchte mich dann doch nicht so lange daran aufhalten. Oh! Die kenne ich aus... Ah, die Kugeln kenne ich aus Super Mario 64. Ja, die haben da auch noch gespielt. So wünsche ich mir meine Kronen einfach zu bekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie du deine Kronen magst. Leider. Da wahrscheinlich. Ah, das ist auch noch da. Könnte schon falsch gewesen sein. Ja, möglicherweise. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, Dennis, du musst auf jeden Fall eins runter. Jetzt? Blup! Na gut. Dann halt erstmal so. Kann ich denn. Ja, pack mich hin. Ob das gut war, weiß ich noch nicht. Na! Fast. Es geht bestimmt sogar. Ich lass das mal hier stehen. Lass das mal so stehen. Nein! Oh, der Sprung war nix. Ich bin in Kürze wieder zurück. Viel Spaß. Juhu! Ja, geschafft. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So komme ich zurück. Ha! Und der nächste. Vielleicht nehme ich einfach mal so sicherheitshalber noch einen mit. Ab! Und Sprung! Oh Gott. Ja, und hier muss einer runter. Ich werde ihn nicht treffen, also werde ich lieber versuchen. Oh nein! Daneben! Och nee! Das ist doch wirklich ein schönes Spielchen hier. Ich muss schon sagen, also, was Marc meint mit, es ist so im Bereich mittelmäßig. Ganz unrecht hat er ja nicht. Aber die Steuerung ist immer noch. Es könnte eine bessere geben. So. Hopp. Oh. Das hätte ich besser machen können. Eindeutig. Piu. Ich mach so eine Biegefliege. So, den noch mal. Dann holen wir uns den nächsten nochmal. Okay. Jetzt der richtige Sprung zur richtigen. Nein, eigentlich nicht. Wenn ich irgendwann keine Lebenspunkte mehr habe, bin ich dann entlassen. Bist du immer noch da? Ja. Nein! Das ist nicht schlimm, das kann man bestimmt beheben. Das geht bestimmt irgendwie noch. Und alle. Hopp! So, das Ganze jetzt da mal gehen. Und dann gleich noch einmal. Und noch ein. Nochmal der Sprung und er hat nicht geklappt. Das so? Ich weiß es nicht. Sieht nämlich echt komisch aus. Reicht es nicht, wenn du dich einfach die Förderung gleich einfach die hier? Ja. Nee.
nicht. Also ich würde den auf jeden Fall noch mitnehmen, hier den. Und dann 3, 2, 1, hoch! Und dann... Und jetzt den weg. Jetzt ist nur noch die Frage... Kann ich den irgendwie einsaugen? Nee, nicht so richtig. Ja, jetzt muss ich jetzt mal auf gut Glück springen. Okay, jetzt kommen da noch mehr. Oh, das war daneben. Nee, ich will den nur einsaugen, damit er mir nicht in die Quere kommt. Oh, schaffe ich das noch hoch? Boah, Alter. So, ich war eigentlich noch unfestlich. Okay. Was war das denn gerade? Jetzt ist das da gelb? Interessant. Oh, cool, jetzt habe ich ja einen Weg, wo ich lang kann. Ist halt nur noch die Frage. Achso, nee, ich komm weiter nach oben. Schön. Einmal so. Ah. Ah. Schön. Schön, schön. Was auch immer das dann wird. Oh. Ich weiß schon. Kannst du lesen, was da steht? Bom? Bom? Ich glaube auch, da steht Bom. Ich muss hier wohl wirklich mal mit Anlauf wieder. Bom. Bom. Eindeutig Bom. Ja, machen wir mal Bom. Haha! Was kommt raus? Eine Kron. Eine Kron? Erst Bom, dann Kron? Die Dinger da vielleicht auch noch kaputt machen. Oder soll ich? Versuche ich doch mal was. Und mal weg. Nö. Das war nix. Au! Oh. Hier versuche ich das mal. Ja. Warte. Das war's? Völlig den richtigen erwischt. Haha! Ich wusste es! Nicht. Mahlzeit im Ding. Mahlzeit. Was war das denn? Nein! Gemein. Ja, das auch. Unfassbar. Okay, ich brauch glaube ich erstmal das Herzchen hier. Oh, okay, da hinten kann ich auch noch lang. Interessant. So viele Dinge zu lernen. So könnte ich leben übrigens. Ich könnte auch darauf verzichten, Dinge zu lernen. War hier noch eine? Ja. Da ist noch eine Krone. Zack. Na! Ja, war meine Schuld. Hätte ich vermeiden können. Sag mal. Das soll so. Das gehört sich so. Ja. Fertig. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Lebensauffüller dort irgendwo. Oh, eine Krone. Meine. Das war jetzt irgendwie zu einfach. Viel Spaß beim Suchen der richtigen Form. Oh nein. Das war's schon mal nicht. Jo. Das ist bestimmt irgendwo außen. Das wär's ja noch. Ich hätte es sogar vermutet, ob mit ist. War schon mal nicht. Oh.
Ja, obwohl die Bänder. Scheiße. Dann wäre mittig wirklich sinnvoller. Aber kriege ich denn eigentlich auch noch irgendwann mal Gegner, mit dem ich mehr tun kann? Oder mehr ausprobieren kann? Egal, wo es war, es war richtig. Weiter. Nice. Noch ein Bossfight. Oh wei. Apropos, es gibt hier ein paar, die wirklich cool sind. Ah. Gehört dieser dazu? Ja, war okay. Okay. Im Insektenland gibt es einen, den ich zu empfehlen kann. Ich glaube schon, ja. Oh! Frech. Nein! Oh nein. Ich glaube, das wird mein erster Tod in dem Spiel. Nein, daneben! Okay. Oh. Alles knapp. Ja! Endlich! Freiheit, die wird mir helfen. Nein, eigentlich nicht. Wow. Der kommt auf dich zu. Ja. Ich dachte nur vielleicht. Pro-Tipp, wenn er auf dich zukommt, weiche aus und hau von der Seite Bomben auf den Schwanz. Okay. Jetzt hast du aber keine Bomben gerade. So ja. Das ist ein bisschen wie der Bossfight im Windbreaker. Oh, mir würde das tatsächlich besser gefallen, wenn die Kamera ihm nicht hinterhergehen würde. Oh nein, Game Over! Ist der... Ja gut, dann kann ich den Kampf nochmal machen. Da bin ich ja froh. Gott sei Dank. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget. Damit krieg ich's doch mit so viel Lebensenergie. Schaff ich den doch wohl. Lacht. Ich glaube, das wird wirklich nichts. Ach, daneben. Ja, doch. Explodieren die in mir eigentlich drin auch mal irgendwann? Ich glaube. Weiß ich nicht, wie viele da noch. Ja! So schön. Oho. Ich kann es noch! Aber ich glaube nicht in unter 2 Stunden. Gut, so weit ist es eigentlich noch gar nicht drin. Die Aufnahme ist seit 3 Stunden schon. Na gut, aber wir spielen ja nicht die ganze Zeit das. Das stimmt. Also. Ich kann auch. Macht zumindest, Ich kann durch das Spiel durch, ohne alle Level gespielt zu haben. Stimmt. Oh. Ich würde zumindest Endland empfehlen, weil da der Bossgegner cool war. Bei Süßigkeiten war gar nicht so. Bei den anderen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Was ist denn? Oh! Ja, na dann. Sind das dann die Anthillen? Ganz viele. Mickey Maus. Ich denke dabei an Mickey Maus. Oh. Kann ich hier einfach durch oder kann ich die auch besiegen irgendwie? Ich will aber gerade nicht. Oh. Kleine, die große.
wahrscheinlich, ja. Oh. Oder? Ja, kriegt man dann Kronen, wenn man den nicht mehr spielt? Ja. Werde ich mal probieren. Zu klären. Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Ah, okay, ja, ich sehe schon. Der ist aber gar nicht da. Ah, so hätte man es einfach machen können. Nein! Kann ich den jetzt auch irgendwie noch? Warte doch. Okay, das ist ja jetzt. Du kannst ihm die Beine wegziehen, aber du kannst ihn nicht umhauen, also runterhauen, indem du noch mit den. Falsche Richtung! Indem du nochmal da lang gehst. Nee, das sehe ich nicht ein, wieso das so ist. Aha! Ach so, ja, warte. Damit geht's. Also, da kann ich so eine mitnehmen nach draußen ins andere Level. Das wäre gemein. Ich meine, ich finde das designtechnisch lustig, dass das Spiel einen. Ah doch, aber. Ja. Und dann kann ich das auch nicht. Ich kann ihn ja nicht umhauen und dann eine Ameise fressen. Ja. In dem Raum. Stimmt. So. Noch eine Krone! Ich nehme das Tutorial für den anderen Raum. Mhm. Designtechnisch ja ganz schön, aber hätten sie es dann auch noch so gemacht, dass man ihn hätte wirklich besiegen können, dann fände ich das schon besser. Ja. Oh. Jetzt dreht sich der Raum. Wieder durch die Wände glitschen. Nee, nee. Aber kann ich denn. Achso, nee, kann ich nicht. Oh. Was muss ich denn hier noch machen? Hm. Nicht zu klar, also nicht aufsaugen. Schon alle kümmern. Bis alle weg sind. Könnte sein. Vielleicht werden das ja wirklich jedes Mal weniger. Nur mal schauen. Ja. Tada! War das jetzt der oder war das der? Der? Ja, von dem anderen bin ich ja eigentlich gekommen. Ah. Huch! Da ist wohl einer durchgefallen. Die scheinen generell ganz schöne Kamikaze-Ameisen zu sein. Ja. Aber ich bin auch ganz schön draufgängerisch gerade. Yay! Okay. Ach, das geht auch. Ah, huch!
Kommen da immer neue? Ja, anscheinend. Ja, besser ist das. Hört auf, mir zu folgen! Tschüss! Oh, eine Straße. Das ist doch bestimmt auch wieder sowas. Also entweder ist das unendlich viel. Zum Beispiel hin. Da sieht es so aus, als wäre da noch was. Aber ich will da jetzt nicht hin. Ja. Es ist doch. Ja, so. Oh nein! Okay, nochmal vom Weiten. Yay! Auf der anderen Seite gab's das vielleicht ja auch nochmal, aber Hauptsache ich bin weiter. Ich versuch's wenigstens einmal. Nee, 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 ich gehe den normalen Weg. Hier ist bestimmt... Nee, achso, das ist ein Loch. Ich muss sagen, ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn das jetzt die ganze Zeit so gewesen wäre. Dass ich an denen vorbeigekommen wäre, irgendwie. So am Rande lang. Nein, 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 nein! Oh, so kurz davor! Das tue ich nicht. Gar nicht so sehr. So, erstmal das. Da ist bestimmt noch was da hinten. Ja. Ja, toi toi toi. Hat doch geklappt! Super! Perfekt! Okay, jetzt haben wir die Viecher wieder. Easy. Das Schwierigste hier ist, nur an diesen Stab dran zu kommen. Ja. Ohne irgendwelche Störungen. Und die oh. Außen auch. Das ist so möglichst weit weg sein, idealerweise. Ja. Hintereinander weg oder ist der eine noch nicht so schnell? Doch, doch. Okay, ich habe nur noch ein Stück Lebensenergie. Nichts schief gehen eigentlich. Richtig. Ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt der Bossfight gekommen wäre. Der kann erstmal weg dort. Ja. Oh. Nein! Genau wusste der. Irgendwie, dass das passiert ja. Wird. Ah. Komm ich in denselben Raum rein? Komm schon. Bitte, ja. Ich hoffe. Bitte. Ja, bitte. Bitte. Ja.
Ach, wenigstens ist das Spiel nicht unfair, so wie Superman 64. Ah, daneben. Und waren das alle? Klang so. Ja, hat einmal blablabla gemacht. Jetzt komme ich jetzt da hier. Ist das irgendwann mal relevant? Na, ich glaube. Oh, kommst du in. Durch Türen, wo nur Räume sind, wo du halt eine Krone oder so abstauben kannst und dann aber halt wieder. Okay. Zurück musst, ja, um weiterzukommen. Also es gibt keine zwei Ausgänge oder irgendwie sowas, soweit ich mich erinnern kann. Zumindest. Kannst du dich jetzt zum Kreis sammeln? Laufen. Das hat sich ja gar nicht mehr geändert danach. Das dreht sich nochmal um. Das hat es nicht. Zwei noch. Ja. Okay. Auf geht's. Oh. Geht wieder schön an hier. Ach! Meint man. Ja, das wäre so gut gewesen, da am Rand lang zu gehen, wenn der Rand nicht so endlich wäre. Oh, was haben die denn hier noch? Zwei Richtungen. Doch, 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 das geht. Das funktioniert so. Einfach Damage boosten. Ja, in dem Fall tatsächlich. Das wäre viel zu einfach. Wenn das einfach gewesen wäre. Das Pinguin Plague Medium Piss Style. Auch wieder Damage boosten. Fertig. Hoch. Hoch. Schöner Raum, schöner Raum. Kann man nichts sagen. Und ein Boss. Oh. Was hat der da am. Also hinten dran? Ist mir nicht aufgefallen. Das sieht so komisch aus. Oh. Ah, okay. Deswegen magst du den so? Ja, weil ich finde, das hat ein bisschen die Mechanik aufgegriffen, statt einfach nur Sachen auf ihn zu spucken. Du kannst mit Z dich, wenn er sich so dreht, kannst du auch aufs Boden fallen. Meine ich zumindest. Also. Ja, natürlich super. Oh ja, war's auch. Oh nein! Game over! Okay, auf ein neues. War nicht schnell genug? Ich glaube schon.
idealerweise sammelst du die Viecher schon gleich beim Drehen mit auf. Okay. Ja. Das steht ja ganz in der Ecke. Das ist das. Komm. König Bob Omb fällt mir da gerade ein, so langsam wie das ist. Ja, vor allem mit der Musik. Genau. Müssen wir halt schon oben sein. Ja, genau. Komm. Hier rüber. Och Mensch, das hätte sonst funktioniert. Oh, ich hatte noch welche im Maul. Glück gehabt. Und bums. Ich schon wieder. Noch einmal mehr. Ah, hab mich jetzt ausgespuckt, anstatt da hochzugehen. Ah, und du versuchst wegzulaufen. Ja. So. Na, das. Ja, nee, das ist. Ich einfach. Ja, nee, das klappt auch nicht so gut. Vorsicht. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Doch ein bisschen fordernd geworden. Ich habe immer noch am meisten Probleme nicht mit dem Boss, sondern mit der Steuerung. Ich liebe wirklich Spiele, bei denen die Steuerung wirklich auf den Punkt genau immer das macht, was man möchte. Und auch recht gut anspricht. Also womöglichst keine... Beschleunigungszeiten da sind. Ach, da kann ich die einzeln aus. Ich glaube, das geht auch mit irgendeinem Knopf, ja. Kann ich da nicht auch? Eine Taste. Nee, ich krieg den nicht so weit, dass er runterfällt. Das wäre schön gewesen. So ein bisschen, weiß nicht, um den Bossgegner rumgeschummelt. MGS3-Style. Ah. Ja, dann darf ich mir das jetzt wieder gefallen lassen, dass sie sich dreht. Jetzt aber. Gut. Nein! Zum Ameisenmelken von mir aus auch. Damit wird's auch nicht besser. Come here.
Okay, Mami. Na komm. Nein, was? Wie unfair. Vielleicht zu nah am Hinterleib gewesen. Er muss ja dann. Und jetzt bin ich nicht nah genug am Vorderleib gewesen. Wie viel Mal muss ich sie treffen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wie bei Dr. Robotnik 8-mal. Au! Boah, also ganz ehrlich, dann. Dann kannst nein. du es selber machen. Nein, nein, so oft ist es nicht. Ich schätze 3-4 Mal. 3-mal hatten wir, glaube ich, inzwischen. Gar nicht, ob ich jetzt nicht beim zweiten erste Mal. Das war als erster zweite, ja. Weil das sich auch so zweimal nur gedreht hat. Das war nicht gut. Oh. Nee. Wie man's nimmt. Er ist schon tot. Soll ich versuchen? Teabagging. Nein, 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 nein. Ich schaff das schon. Na gut. Ich kann das. Ich hab dieses Spiel noch nie gespielt und werde es trotzdem irgendwie schaffen. Alter, das kann ich nix. Ich jetzt so wirklich das letzte Level dann auch noch spiele. Nein, nein, nein. Da würde ich fast schon überlegen, noch irgendwas anderes mal auf die Schnelle einzulegen. Wenn wir schon das E64 ausgekramt haben. Ja, wobei ich dann doch eher für... Mist. Warum? Warum sind die da nicht da, wenn man sie mal braucht? Ach, wenn man das Viech wenigstens aufhalten könnte so lange. Also mit den Ameisen. Mhm. Das wäre ganz schön gewesen. Nope, 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 nope. Komm her. Ich glaube übrigens, dass dieser Ring, der hier eingezeichnet ist, ungefähr auf der Länge deiner Zunge ist. Ah, so, das ist ja... Weiß. Das Spiel ist an manchen Stellen bestimmt voll... durchdachter, als man glaubt. Ja. Aber dann ist es halt an anderen Stellen wieder. Deswegen würde ich im Zweifel immer halt von möglichst weit raus. Diese einfach mal wieder zurückkommen. Wenn du weiter raus gehst, desto mehr. Desto weniger läufst du Gefahr, von den Ameisen erwischt zu werden, wenn du nicht drehst. Hier habe ich irgendwie so das Gefühl, die laufen einfach viel zu oft nach außen. Hassenswerte Viecher. So, hat das noch gereicht? Bin nicht sicher, aber ich glaube nicht. Hui. Sonst hätte sich jetzt schon einmal mehr gedreht. Ja, bitte. Dass die auch erstmal so weit weglaufen müssen. Oh. Jetzt, damit habe ich nicht gerechnet, dass das funktioniert. Das war schlecht. Ich hätte gedacht, dass man in so einem simplen Spiel auf einen so fordernden Bossfight für dich findet. Hätte ich nicht gedacht. Boah. Nein, sorry. Willst du damit sagen, dass ich so schlecht bin? Naja, ja. Ich schon. Das ist nett von dir. Wenigstens einer, der nicht an mich glaubt. Naja, weil... Der hat schon seine Tücken, der Bossfight, aber... Das ist der Controller, der die vielleicht Tücken ist es ist. Wirklich ein Lag, das kann sein, das weiß ich nicht, aber ich habe den damals wirklich nicht als schwer empfunden. Als... Ja! Aber vielleicht erinnert man sich auch anders. Vielleicht würde ich jetzt auch nicht furchtbar anstellen. Ja. Ich habe eine recht simple Idee, warum du dir schwer tust. Ja. Weil du von zu weit innen anfängst, dich zu drehen. Du müsstest von weiter raus. Meiner Meinung nach. Ich kann noch weiter raus. Ja, aber selbst wenn ich so weit rausgehe, manchmal sind die Ameisen noch weiter draußen. Das stimmt. Nicht so oft. Was war das denn? Oh nö. Nö. Wie unfair das. Oh. Vor allem, warum habe ich den denn schon also ich meine, ich wäre dem gar nicht erst... Der hätte eigentlich noch gar nicht umfallen dürfen. Das glaube ich auch, ja. Das wäre komisch. Stopp. Ring und stopp. Jawohl. Jetzt heißt das aber trotzdem, ich muss noch irgendwo...
lasst ihr mich nicht. Bisher sieht's gut aus, er trifft mich noch nicht. Könnte ich ihn rein theoretisch schon. Ich war schon so weit außen. Und dann sowas. Das könnte schon gehen. Jetzt. Yes. Was nochmal? Ich glaube, ein letztes Mal noch. Nein. Showdown mit noch einem. Hilfe! Hilfe! Da hättest du es nicht machen können. Wollte ich auch gar nicht. Und was jetzt passieren wird, ist, dass das Spiel abkackt, genau in dem Moment, wo du die letzte Ameise abschießt. Bitte ja. Bitte ja. Zumindest wäre es kohärent und konsequent. Zumindest. Zu vorhin. Jetzt kommen die Viecher wieder. Ja, jetzt muss ich erstmal zusehen, dass sie in dem jetzt, Kreis... Jetzt. Ja. Nein! Okay, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich schaff das nochmal. Ich mach das nochmal. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Diese verdammten Schlumpfmeisen. Ja, ich würde dir gerne mal zusehen, die Schlümpfe reisen um die Welt, wie du das spielst. Das habe ich als Kind gespielt, das kenne ich. Da werde ich mich auch so furchtbar anstellen. Oh, das würde ich wirklich jetzt... Beim anderen Schlumpfspiel ich habe das auch. Ich habe das auch als Kind gespielt und ich habe mich trotzdem dann nach Jahren wieder... Also ich habe es noch gar nicht so lange her, wo ich es gespielt habe. Ich bin, ich habe dann im Eislevel aufgegeben, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und ich weiß noch, es gab so ein Surflevel, den ich furchtbar fand. Surflevel in... Oh ja, gab's auch da in Schlümpfe Reisen um die Welt, ja. Na. Ja, läuft doch! Also, ich weiß gar nicht. Rückwärts und bergab, aber. Was so schlimm ist das doch gar nicht, der Bossfight hier. Ist er ja auch nicht, deswegen wundere ich mich ja die ganze Zeit. Verdammt. Weg damit der neue macht. Sie. Es. Wenn du viele drin hast, spuck einfach drauf los. Du kannst ja die Richtung noch ändern. Irgendeiner trifft die dann schon. Mhm. Das würde ich gerne mal versuchen. Einfach nur so aus. Ja. Spaß! Während es sich dreht, ja. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Das glaube ich auch, aber ich hätte es gerne mal versucht. So, mach neue Ameischen. Ja, war, ich wollte eigentlich auch die andere Richtung probieren. Au. Noch mehr. Trifft. Haha. Ich werde ein bisschen die Ameisen dezimieren, solange die sich dreht. Ich finde es eigentlich gerade gut, dass da so viele sind. Und die kommen mir gerade nicht so in die Quere. Ja, aber du wirst gar nicht mehr nicht nachher drehen, weil ich das dann nicht mehr. Weil halt immer irgendeiner irgendwo draußen ist. Oh. Aber das könnte was werden, was noch sehr viel Lebensenergie vielleicht zu verlieren. Versuchen. Egal, Hauptsache ich bin hier. Wie viele waren es jetzt? Drei. Ich glaube schon. Waren es nicht trotzdem lustig? Ich weiß nicht.
Oh. Ich glaube, es hätte aber auch mit der Königin nicht funktioniert. Ah. Warum bewegte er sich denn nicht? Ach ja. Ich habe trotzdem noch mehr als genug Lebensenergie. Also ich empfehle schon... ein bisschen die... Ja, aber nicht, dass die dann weiterhin irgendwie welche erzeugt, weil Bug im Spiel sieht so aus gerade. Das macht sie auch, aber... Jetzt wäre die Gelegenheit günstig, aber ich glaube, du bist ein bisschen nah. Nee, nee. Oh. Oh, und alle aufgesaugt. Haha. Das war eine schwierigere Geburt, als ich dachte. Ja. Der Fried. Der Fried, ja. Wie er sich freut. Der Fried. Wie sich Fried freut. Oh nein, ich komme noch nicht ins letzte Level. Ich hätte einfach zu wenig. Also, falls du noch weiterspielen willst, würde ich Desert Castle machen, weil das Kids Level. Ich würde es gerade nicht machen. Ich brauche erstmal bald was zu essen. Einverstanden. Ja, und damit würde ich dann erstmal auch die Aufnahme stoppen. Es war ein wunderschönes Superman 64. Echt, hier. War's mir. Hier vor allem die letzte Stunde war Superman 64 so. Wobei das jetzt auch nicht das ganz große Highlight ist. Chameleon Twist. Ja, aber es ist mal was anderes. Das stimmt. Und schau mal, im ersten Level hast du sogar alle Kronen gesammelt, sehe ich gerade. Oh Gott. Wie habe ich das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Na gut. Erstmal aus damit. Ade. Tschüss.